grundsätzlich machen wir aus alten Stoffen und alten Kleidungsstücken Neues. Und für die Ars Electronic machen wir eine riesige Picknickdecke von mehreren 100 Quadratmetern. Und da dürfen Sie jeder helfen. Wir haben schon 3 Decken fertig zu 14 Quadratmetern jeweils. Also wir haben noch irgendwas vor uns. Wünsche oder Utopien hat oder Vorstellungen, was er gerne in der Zukunft hätte, dann wird das Ganze mit Lehm geformt. Das Ganze wird dann nachher hinten eingescannt in einen 3D-Scanner. Das stellen wir dann ins Internet, auf YouTube. Und wenn es dann fertig ist und nach 2 Stunden circa getrocknet ist, wird es durch mit der Ideenschleuder in den Fluss geschleudert. Ja, das ist dann eigentlich total so Consumer-Drohnen sozusagen. Die kann man ganz normal im Geschäft oder im Internet kaufen. Und sind relativ günstig, weil man es nicht mit einer teuren Fernsteuerung steuert, sondern mit iPhone oder iPad. Im Grunde genommen macht das Ding schon ganz viel von allein. Es stabilisiert sich in der Luft und mit ein bisschen Übung kann man es dann auch schon steuern. Und besonders ist auch, dass 2 Kameras haben. Und es nimmt auch den Flug auf. Also man kann dann das Video verbreiten und hat dann irgendwelche Flugkameraaufnahmen. Da ist es. Bei uns kann man sich anschauen, wie Bioplastik hergestellt wird. Und wir haben uns darauf spezialisiert, wie man vielleicht eine Dosis an die Folien, die wir bereitgestellt haben, Bioplastik selbst herzustellen mit einer eigenen Rezeptur, die wir selbst herausgefunden haben und das zu vermarkten und zu verkaufen. Das war im Rahmen einer Junior Company, das ist so eine Art Übungsfirma. Wir haben wirklich schon Sachen verkauft und eben vermarktet und jetzt ist das Ganze vorbei, wir haben unsere Matura gemacht und jetzt werden wir das Ganze in die Realität umsetzen, ein richtiges Unternehmen gründen, eben mit auf biologischen Folien basierenden Produkten. Ja, also von Creative World erwarte ich mir einfach, dass es lustig wird, genauso wie letztes Jahr. Ich bin jetzt dabei, da bei diesem Musikmach-Ding mitzumachen, wo man sich so bewegt und das macht dann Musik. Das haben mir schon 2 Menschen empfohlen. Also es sollte ganz gut sein. Das ist in dem blauen Container, also in dem blauen Legostein, Entschuldigung. Und cool sind auch noch die Papplab. Ja, die habe ich von Papplab und die sehen so aus. Die ist dasselbe Box. Nee, die ist also ich weiß nicht, die kannst du dir dann mit einem Lasercutter dann ausschneiden lassen.